Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Serie Wir bauen und riggen eine Minecraft-Figur in Maya. Und ja, das ist die Minecraft-Figur, die wir bauen werden. Wir werden das in ganz vielen Schritten machen. Das werden immer ungefähr halbstündige Folgen. Fast alle sind halbstündig. Eine wird ein bisschen länger sein, manche werden vielleicht ein bisschen kürzer sein. Im Großen und Ganzen werden es halbstündige Folgen. Und zwar insgesamt, ja, mit dieser Startfolge 20 Stück. Und also ganz viel Material für euch. Und da, wenn ihr das euch alles angeguckt habt, dann werdet ihr fähig sein, sowas hier in Maya zu bauen. Und dann werdet ihr richtig gut schon in Maya sein, würde ich mal behaupten. Also dann könnt ihr hier an Riggen schon einiges. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und hier in dieser kleinen Startfolge will ich mal einen ganz kurzen Überblick geben, was wir so machen. Also, zunächst einmal werden wir das natürlich bauen. Und wir werden dem einen Skin hier zuweisen, also dass der man hier so einen normalen Minecraft-Skin hat. Außerdem werden wir das so bauen, dass man auch einfach neue Skins, andere Skins reinladen kann und dann haben wir automatisch hier einen anderen Skin drauf. Also das wird auch später mit dieser Figur möglich sein. Dann werden wir anfangen, dieser Figur hier ein Knochensystem, was die Steuer zuzuweisen. Und wir werden ja, das Gesicht so mit sogenannten Blend Shapes modellieren, dass man hier verschiedene ja, Gesichtsausdrücke auch noch machen kann. Und dann werden wir hier noch diese ganzen Controls bauen, ja, um die ganze zu steuern, diese ganze Figur. Und ja, jetzt will ich euch mal zeigen, was hiermit so möglich ist. Also wir haben natürlich irgendwie so eine Node, mit der wir irgendwie alles mal irgendwie grob an eine Startposition irgendwie bringen können, aber dann fängt es an, richtig spannend zu werden. Also wir haben hier für die Hüfte ein Kontrollobjekt, was die Hüfte, die Position der Hüfte kontrolliert. Dann haben wir das auch für den Bauch und für den Oberkörper. Das ist natürlich auch alles mit Rotation verbunden. Dann können wir die Arme hier mit diesen viereckigen genauso schön positionieren, wie wir die gerne haben wollen. Des Weiteren haben wir ein System, mit dem wir hier die Finger bewegen können. Und das ist ganz spannend, dieses Fingersystem, denn wenn wir mal hier diese Finger auswählen, den hier auch noch, den einmal dann nehmen und einmal hier nach unten bewegen, dann schließt sich die Hand und hier haben wir noch ein kleines Tricks. Ding sozusagen. Und jetzt haben wir eine ganz normale, blockige Minecraft-Hand. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, wir haben mit diesem Rig beide Möglichkeiten. Außerdem haben wir, apropos beide Möglichkeiten, auch die Möglichkeit, das nicht nur hier, indem wir diese hier drehen und so eine Position bestimmen, zu animieren, sondern wir können auch hier mit dieser IK-Blend-Funktion das sozusagen jetzt hier mal auf einstellen und anmachen. Und dann können wir mit diesem Objekt hier die Position der Hand definieren. Und das heißt nicht durch diese Drehungen, sondern denen sagen, hier soll die Hand sein und in diese Richtung soll der Ellenbogen zeigen. Und wir haben hier noch so praktische Controls, die uns alle zeigen, hier ist der Ellenbogen. Das heißt, wir haben beide Möglichkeiten und können auch während der Animation später dann wechseln zwischen FK und IK. Falls ihr nicht wisst, was FK und IK ist, das ist zwar genau das, was ich gerade gezeigt habe, aber ich erkläre das nochmal genauer natürlich in den einzelnen Folgen. Das gleiche System gibt es auch für die Beine. Standardmäßig ist natürlich FK, weil man normalerweise IK, weil man normalerweise IK eher für Beinanimationen benutzt. Aber wir haben auch die Möglichkeit, hier wieder das in ein FK-System zu bauen und die Beine dann hier mit solchen Drehungen zu steuern. Und auch hier natürlich wieder für das IK-System hier ein Kontrollobjekt jeweils für die Knie. Dann haben wir ein komplexes Augensystem. Wir haben ein System, mit dem wir sagen können, hier sollen die Augen hingucken und, als wenn das noch nicht genug ist, haben wir noch die Möglichkeit, hier mit diesem Oben-Unten-Control, wenn wir den anmachen, haben wir die Möglichkeit, dass sich die Augen sozusagen ein bisschen mit nach oben und unten mitbewegen und die Augenbrauen und somit noch realistischere, ja, noch realistisches Hin- und Hergucken zu machen. Außerdem können wir hier noch zwischen Sachen machen, dass er sich zum Beispiel mal nicht so stark mitguckt, aber ein bisschen. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten mit diesem Rig. Außerdem haben wir die Möglichkeit, dem zu sagen, wenn wir hier zum Beispiel mal den Kopf haben und den drehen, seht ihr, das dreht sich mit, haben wir noch die Möglichkeit, hier das auch auszustellen, dass der sich nicht mit dem Kopf mitbewegt und dann bleibt er an einer Stelle. Das heißt,
Bei der Animation hat man später sehr viele Möglichkeiten. Diese gleiche Möglichkeit gibt es auch hier bei dieser Kopfgruppe. Das ist sozusagen jetzt hier unsere ganzen Gesichtsanimationen. Und da haben wir auch mega viele Möglichkeiten. Wir können, wir können den zum Beispiel mal erschrocken wirken lassen. Oder wir können den, was ich sehr schön finde, wütend, sieht sehr cool aus und vor allem auch traurig. Oh, der sieht so niedlich aus, wenn er traurig ist. Und man sieht hier auch, wir haben hier so ein schönes visuelles Feedback auch nochmal, um das hier auch nochmal rechts sehr angenehm zu sehen. Dann können wir die einzelnen Augen auch beide nochmal weiter aufreißen oder blinzeln. Also nicht blinzeln lassen, das ist nicht blinzeln lassen, sondern das ist nochmal zukneifen. Blinzeln haben wir auch noch zusätzlich als Control. Wir können die auch nochmal ganz normal blinzeln lassen. Und das Schöne ist, das Blinzeln funktioniert zum Beispiel auch, wenn er die Augen ganz weit ausreißt, funktioniert unser Blinzelkontroll trotzdem noch wunderbar. Da werden wir Systeme entwickeln, wie wir das schön machen können. Dann haben wir hier, man sieht schon, massig Kontrolle über den Mund. Man kann den Mund in verschiedenste Richtungen bewegen. Man kann den Mund auf- und zumachen in verschiedene Richtungen. Man wird hier mit diesen Kontrollobjekten dafür verschiedenste Möglichkeiten haben. Und außerdem kann man hier den Mund oben nochmal weiter aufmachen. Wir können den so böse gucken lassen. Haben bei beiden Sachen auch nochmal so nur für verschiedene Seitenmöglichkeiten. Wir können den mit diesem Kontroll hier lächeln lassen oder auch durch Rotation nur auf einer Seite so ein bisschen grinsen lassen. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, auch irgendwie diese Zähne zu animieren, die ihr eben schon gesehen habt. Das heißt, wir können hier mit diesem oberen Control, der auch ein schönes visuelles Feedback hier mit dem anderen hat, die Zähne nach innen zusammenbeißen lassen. Dann haben wir einen Zungencontrol. Mit diesem Zungencontrol können wir die Zunge nach rechts und links bewegen. Vielleicht seht ihr es so ein bisschen im Mund, aber die Zunge natürlich auch rausstrecken und die auch nach rechts und links bewegen, währenddessen sie rausgestreckt ist. Das sieht jetzt natürlich gerade blöd aus, weil der Mund zu weit zu ist. Das lässt sich natürlich auch alles ändern. Hiermit lässt sich der Mund auch noch so in die Mitte ein bisschen weitermachen. Und jetzt können wir zum Beispiel die Zunge sehr witzig hier rausstrecken. Dann haben wir natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, wenn das noch nicht genug ist. Wir können den Mund so unten noch ein bisschen hin und her machen. Wir können auch den kompletten Mund hiermit noch ein bisschen hin und her machen. Wir können noch dem Mund oben so ein bisschen mehr so ein F geben. Und wir haben die Möglichkeit, habe ich irgendwas noch vergessen? Ja, ich glaube, das war's schon. So im Großen und Ganzen hiermit. Ja, also das war ja jetzt schon sehr viel Kontrolle. Also wir haben die Möglichkeit, fast jeden Gesichtsausdruck, den man sich irgendwie vorstellen kann, zu bauen. Wir haben perfekte Möglichkeiten, um, also hiermit kann man zum Beispiel auch O's sehr schön bauen und so. Also wir haben die perfekten Möglichkeiten, auch Lippensynchronisationen zu machen. Alles, was man irgendwie das Herz eines Animierers hier für Minecraft-Animationen begehrt. Also, das Rig ist natürlich auch, wie ihr seht, sehr angenehm. Dadurch, dass alles hier sehr schön übersichtlich ist, alles sehr schön mit Farben kodiert ist, alles sehr schön mit Formen kodiert ist, und jedes irgendwie extra an bestimmten Stellen was hat. Wir haben so viele Möglichkeiten mit dem Rig. Und ja, jetzt habe ich schon fast 10 Minuten gequatscht über dieses Rig, wie es so toll ist. Und ich würde sagen, wir fangen doch jetzt einfach mal an. Und ja, dann werdet ihr in der nächsten Folge zunächst einmal lernen, wie man grob hier solche Objekte baut und dann hier ein Maya so ein grobes Minecraft-Rig baut. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, ich werde nicht ganz standardmäßig, also ich werde eigentlich alles erklären, so gut wie, aber ich werde Sachen wie das Interface werde ich nicht unbedingt erklären. Ich werde Theorie von Maya auch nicht unbedingt erklären. Guckt euch da andere Tutorials an, da gibt es genug zu. Aber ich werde wirklich, wenn ich Sachen mache, sage ich immer genau, was ich mache. Ich versuche auch immer genau zu sagen, warum ich das mache. Und von daher solltet ihr wirklich eigentlich alle Möglichkeiten haben, mir zu folgen. Und wenn ihr das wirklich komplett durchgemacht habt, dann seid ihr wirklich, wirklich einen guten Schritt weiter in Maya. Und ja, also da werdet ihr hoffentlich sehr viel lernen. Das würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit der ersten Folge. Das war's von mir in der Begrüßung. Tschüss, euer Jan.